Das Spaßtheaterfestival ist ein Theaterfestival für Jugendliche, das wir alle 2 Jahre organisieren. Dieses Jahr ist es die 5. Ausgabe vom Festival. Ziel ist, dass man die Jugendlichen zusammenbringt aus verschiedenen Ländern, dass sie Theaterspiel lernen, Deutsch ausüben, Intonation, Aussprache. Lass uns über wichtige Sachen reden. Hast du den Pilot gesehen? Den Pilot? Ist er nicht ein bisschen alt für dich? Der Deutschunterricht sollte immer ein bisschen von Theater durchwachsen sein, weil Theater ist ja die Möglichkeit, sich authentisch auszudrücken, aber auch in eine Rolle reinzuschlüpfen. Ich spiele Theater, weil ich etwas anders und Neues probieren möchte. Ich will nicht zu dieser Prüfung. Ich will tanzen. Diesen Mut zu haben, ich glaube, das hilft tatsächlich. Einfach einen guten Stand zu haben, gut auf der Bühne zu stehen. Money, 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 must be funny in the rich man's world. Alle Schüler, die Theater machen, dann viel mehr, erstmal viel besser ein Ohr haben für Deutsch. Das ist viel mehr als nur sprechen. Wir spielen auch, das ist auch für das Selbstvertrauen. Und dann haben sie ein wahnsinniges Lampenfieber gehabt. Und das haben sie aber trotzdem ganz, ganz toll gemacht, weil die Kommunikation zwischen Publikum und Spielerin ist ganz, ganz, ganz angenehm. Also sie beklatschen sich und bauen sich auf und bestärken sich gegenseitig. Das gefällt mir. Es war für mich erstes Mal ein Theaterstück zu spielen. Es ist überraschend und toll, vor einem Publikum zu spielen. Also ich bin sehr schüchtern. Ich bin eine Prinzessin. Ich bin reich, ich bin better than anyone. Und die Gruppen kriegen auch Workshops, also Theaterworkshops oder Trickfilmworkshops, Gesangworkshops. Schicht für Schicht den Zeitgeist in der Form. Ah, wow, interessant! Ich bin Stefan, in unserer Schauspieler. Ich spiele Obdachlose. Und ich finde aus, dass ich eine Tochter habe. Und hatten dann ein großes Bild hier auf der Leinwand gesetzt. Viele Leute, 10 Leute, glaube ich, treffen sich im Laufe ihres Lebens mal in einem Stadion. Die waren also alle da. All diese Figuren, die unterschiedliche Geschichten haben, aber die alle Zusammenarbeit haben. Das ist Tobias Busch, 30 Jahre alt. Er hat immer eine Tüte mit Fastfood dabei. Er ist Single, sozial gestört. Du musst alles überspielen, so alle können sehen, was dein Charakter ist. Auch das Körperliche war einfach auch voll da bei einigen. Ja? Da ging es richtig rund. Also da herrschte wirklich pure, blanke Gewalt, sag ich mal so. Der war schon so, dass man dachte, oh! Der war echt. Alle zusammen waren auch dann jetzt oder nie. Also jetzt klauen oder nicht klauen. Was passiert? Ich sterbe! Jetzt oder nie? Nein, nein, nein! Ja, das Motto jetzt oder nie haben wir ausgesucht, weil es ein Motto ist, das mit sehr vielen Themen verbunden werden kann. Es ist ein Impuls, auf den man mit verschiedenen Theaterformen auch reagieren kann. Also Theater hat ja auch viel mit Zeit zu tun, mit Timing. Und jetzt oder nie markiert eine Grenze. Wir haben so diese Sicht mit dieser Zeitreise, aber andere Schüler haben eine total andere Sicht auf dieses Thema. It's now or never. Trotz aller Aufregung, die Schülerinnen das unglaublich souverän dann auf die Bühne gebracht haben. Das war wirklich beeindruckend. Was ich sehr schön fand, war der Mut zu Gefühlen. Die Art und Weise, wie sie sich Zeit gelassen haben, bis die Gefühle da waren und so weiter, das war unglaublich. Ich denke, wir waren alle sehr enthusiastisch und wir haben alles zusammen gemacht. Es ist, finde ich, so, wie ein Festival sein muss.
Also es ist eine tolle Energie von den Jugendlichen. Das ist sehr spannend für mich. Und das ist auch eine neue Erfahrung für mich.